Wenn ihr euch schon mal eure Ethernet-Kabel genauer angeschaut habt, dann ist euch an Äußerlichkeiten vielleicht schon ein Unterschied aufgefallen. Es gibt nämlich Kabel, die eine Schirmung haben und Kabel ohne Schirmung. Das hat auch ein bisschen was mit den CAT-Kategorien zu tun, allerdings auch nicht hundertprozentig. Die Kabelbezeichnungen, habe ich mittlerweile feststellen müssen, ist eine komplette Wissenschaft für sich. Dazu verlinke ich euch aber gerne ein Video in der Infokarte. Ich habe jetzt hier so ein Kabel mit einer Schirmung in mein Testgerät gesteckt. Was hier auffällt, ist, dass die LED bei G leuchtet. Vermutlich ist damit Ground gemeint und beschreibt hier die Schirmung. Es leuchten also die 8 Adernpaare auf und am Ende das G für die Schirmung. Das heißt, es gibt hier einen durchgängigen Kontakt. Ich habe aber auch andere Kabel, bei denen ist das eben nicht der Fall. Denen fehlt komplett das Metallgehäuse am Stecker. Dementsprechend kann hier G auch nicht aufleuchten. Ich möchte euch nach dem Intro zeigen, wie ihr jetzt Kabel crimpen könnt mit einer Pass-Through-Methode und mit einer Schirmung. Ich habe das schon mal gezeigt, allerdings ohne Schirmung. Da hatte ich mal ein altes Video gemacht und da habe ich gezeigt, wie man mit einer Pass-Through-Methode crimpen kann. Jetzt schauen wir uns das Ganze an mit Schirmung. Los geht's nach dem Intro. Bevor wir loslegen, möchte ich erstmal den Hut vor all denjenigen ziehen, die ohne die Pass-Through-Methode crimpen können. Ihr habt entweder eine sehr gute Ausbildung genossen oder euch das sehr gut selbst beigebracht. Ich jedenfalls bin daran regelmäßig gescheitert, weil es für mich sehr lange gedauert hat, die Kabel dort in die richtige Reihenfolge zu bekommen und auch in den Stecker so zu bekommen, dass es mit dem Crimpen dann später klappt. Teilweise habe ich dann gecrimpt, mache den Test und sehe, dass ein Adernpaar keine Verbindung hat und muss das Ganze nochmal von vorne starten. Diese Pass-Through-Methode ist etwas idiotensicherer, denn dort kann ich die Kabel vorne aus dem Stecker rausziehen und kann die da nochmal kontrollieren, ob die in der richtigen Reihenfolge sind. Und weil ich die ja durch den Stecker durchgezogen habe, habe ich quasi auch eine Garantie, dass alle Kontakte eine Verbindung bekommen. Das jetzt erstmal zum Hintergrund, warum man diese Pass-Through-Methode verwendet oder verwenden sollte, vielleicht als Anfänger. Gerne könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, ob die irgendwelche Nachteile eurer Meinung hat. Ich habe bisher noch keine feststellen können zur üblichen Methode. Gleich vorneweg, alles was ihr hier im Video seht, wurde mir von VCE-Link zur Verfügung gestellt. Nur die Kabel kommen von mir selber, sowohl die Crimpzange als auch die Adapter kommen von VCE-Link. Das hat den Hintergrund, dass VCE-Link einer der wenigen Anbieter ist, die eben diese Lösung für einen Pass-Through-Adapter mit Schirmung anbieten. Aber eins nach dem anderen, fangen wir mal an mit dem Crimpen. Bevor wir jetzt mit dem Crimpen anfangen, müssen wir erstmal ein paar Dinge prüfen. Wenn ich jetzt also ein Kabel crimpen will, das dann auch eine Schirmung hat, muss ich erstmal schauen, ob das Kabel eine Schirmung hat offensichtlich. Das kann man zum Beispiel an den Steckern hier erkennen. Hier im Bild habe ich ja Stecker, die Metallkontakte haben und da kann ich davon ausgehen, dass die wahrscheinlich auch eine Schirmung haben. Auf der Seite ist, glaube ich, der Originalstecker zu finden und ja, man sieht hier eine Metallplatte und in der Regel heißt das, die Kabel haben eine Schirmung. Bei manchen Kabeln steht das hier auch nochmal auf dem Kabel selbst drauf. Da steht dann sowas wie Shielded Twisted Pair, also STP. Das würde das dann auch nochmal bestätigen. Natürlich kann auch jemand einen Stecker drauf gekrimpt haben vor euch und der hat welche mit Metallkontakte verwendet, obwohl das Kabel gar keine Schirmung hat. Hier habe ich mal das Gegenbeispiel. Hier habe ich jetzt also ein Kabel, das hat gar keine Schirmung oder zumindest hier keine Metallkontakte und entsprechend werden wir da jetzt auch keinen Stecker drauf crimpen können, der ja, eine Schirmung halt unterstützen will. Also legen wir mal los. Wir müssen als erstes, ja, im Prinzip den Kopf hier wegschneiden, wenn wir hier was anderes draufkrimpen wollen. Macht jetzt in meinem Fall wenig Sinn, ich zeige das ja nur für das Video. Für euch opfere ich jetzt einfach mal mein Kabel hier und schneide den Kopf oben ab. Dazu habe ich ja hier die Crimpzange von VCE und wenn ich hier drauf schaue, dann finde ich hier die Möglichkeit Cut und Strip und ich will jetzt einen Cut machen, löse hier einfach die Sperre und schneide den Kopf hier einmal ab. Dazu gehe ich hier lege ich das Kabel in diese Cut-Sektion und ihr könnt sehen, so, Kopf ab, Guillotine ist runtergefahren. Jetzt habe ich hier das Kabelende vor mir liegen. Bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, schaue ich mal in die Packung, was VCE-Link mir hier geschickt hat. Und hier sind so kleine Adapter dabei, also klar, Adapter ist eigentlich das Falsche.
so kleine Plastiknasen dabei und die muss ich jetzt aufs Kabel draufschieben. Dazu gehe ich mal ein bisschen an die Kamera, dass ihr seht, was ich mache und fokussiere mal nach. So, das ist diese Nase hier, die dient uns dann später als Knickschutz hier oben. Schauen wir uns gleich dann am Ende an. Aber jetzt ist erstmal wichtig, die fädeln wir jetzt in das Kabel ein und lassen die dann irgendwo nach unten rutschen. Die kommt dann später wieder zum Einsatz. Der nächste logische Schritt wäre jetzt, das Kabel abzuisolieren. Und dazu hat ja hier diese Zange auch eine Möglichkeit, nämlich hier, wenn ich bei Strip schaue. Wenn ich jetzt aber mein Kabel hier mal reinlege, merke ich relativ schnell, dass das Kabel zu dünn ist und ich hier gar nicht richtig abisolieren kann. Aber auch dafür hat VCE eine Lösung, nämlich dieses Abisoliergerät. Da gibt es tatsächlich schönere für, aber es tut auch seinen Dienst. Jetzt stand in der Anleitung, dass man hier ungefähr 3 cm Platz lassen soll. Das war bei mir zu wenig, ich habe ein bisschen mehr genommen. Das macht einem das Leben später dann ein bisschen leichter. Ich lege das also hier in die größte Vertiefung ein und drehe das ein paar Mal außen rum. Und kann dann eben sauber das Kabel hier abziehen. So, was jetzt zum Vorschein kommt, ist tatsächlich die Schirmung. Und die wollen wir ja benutzen, das heißt, ich habe hier ein geschirmtes Kabel vor mir. Die Schirmung muss ich jetzt erstmal ein bisschen zurückschieben. Und am besten, ich drösel die so ein bisschen auf, soweit das halt geht. Und hier kann ich ein Stück jetzt schon mal wegschneiden, denn wir haben ja eh so viel abisoliert. Wir werden am Ende eh eine ganze Menge Schirmung übrig haben. Deshalb drehe ich das mal hier zusammen. Und ja, jetzt brauche ich was zum Wegschneiden. Da ist tatsächlich diese Zange hier ein bisschen ungeeignet für. Die hat zwar hier so einen Cut-Streifen. Ja, kann man schon machen, aber naja, ihr seht schon, so ganz elegant ist das nicht. Ich versuche es mal damit. Ah, geht sogar. Naja, okay, haben wir da ein bisschen abgeschnitten. Können das ein bisschen weiter wegschieben. Und haben jetzt hier oben erstmal Plastik. Das würde ich jetzt nicht abisolieren, weil sonst beschädigt man relativ schnell die Kabel. Das würde ich einfach so aufdrehen. So, jetzt ist es ganz wichtig, die Kabel zu sortieren. Das kann ich tun, indem ich mal hier auf die Zange schaue und hier bekomme ich so eine vorgegebene Reihenfolge, wie die zu sortieren sind. Das sind ja zwei Standards, die man hier verwenden kann. Wichtig im Umkehrschluss ist aber auch, das Kabel selbst hat ja schon einen dieser Standards und das muss ich eben rausfinden, indem ich mal auf den bereits gekrimmten Kopf schaue. Und wer jetzt schon aufgepasst hat, der sieht, dass hier völlig andere Farben verwendet wurden und sich an dieses Muster auch überhaupt nicht gehalten wurde. Das heißt, ich muss mich jetzt hier dran orientieren. Mein Tipp wäre einfach ein Bild zu machen von diesem Adapter, von diesem Connector und diese Reihenfolge, die man hier sieht, selbst hier nachzubauen. Was ich dann immer mache, ist, ich nehme mein Smartphone dafür und stelle das mal so ein bisschen scharf, fotografiere das einmal ab, mache mir das Bild auf dem Smartphone auf und jetzt kann ich wunderschön sehen, in welcher Reihenfolge hier die Kabel angeordnet sind und würde das jetzt entsprechend nachbauen. So, jetzt habe ich die Kabel so ein bisschen entdrillt und kann die jetzt in diesen Kopf hier einführen. Das ist wirklich sehr praktisch, denn ich brauche hier keine Einfädelhilfe. Der Kopf selbst ist jetzt hier die Einfädelhilfe. Wenn ich jetzt mal auf mein Bild schaue, dann fangen wir mit Braun an. Braun und Gelb. Braun, Gelb, Orange. So, und das sind jetzt erstmal 3 Stück. Die führe ich jetzt erstmal ein. Die lege ich vorne eng zusammen. Ich muss die jetzt auch hier nicht groß abschneiden oder so. Ich muss die nicht gerade haben wie bei sonstigen Krimplösungen. Ich führe die jetzt einfach genauso ein oder in der Reihenfolge ein, wie ich das da auch auf meinem Foto auf dem Smartphone sehe. So, das Ergebnis sieht dann so aus und jetzt haben wir eben noch die Schirmung vor uns. Also jetzt ist übrigens der letzte Zeitpunkt, wo man nochmal kontrollieren kann, ob die Reihenfolge hier auch korrekt gewählt wurde. Und jetzt haben wir ja hier die Schirmung und die muss in Kontakt gebracht werden mit dieser äußeren Hülle. Und hier unten kann ich sehen, dass hier so eine kleine Nase rausguckt und das ist eben dafür gedacht, dass ich eben dieses Schirmungsgeflecht
damit in Verbindung bringe. Ich würde fast sagen, wir haben hier noch ein bisschen viel Schirmungsgeflecht. Das schauen wir uns aber gleich an. Was auch weg muss, ist hier noch ja, das Plastik. Ich versuche es mal hier wieder mit dem Cut-Teil, damit ich das hier schön wegbekomme. Aber hier kann man natürlich auch einen anderen Cutter benutzen. Das ist jetzt, wie ich das mache, wahrscheinlich nicht so der goldene Weg. Aber ich wollte es jetzt halt mal nur mit dieser Crimpzange zeigen. So, jetzt ist das Plastik auch schon so ein bisschen entfernt. Und im Prinzip müsste ich das jetzt, so nochmal in die Kamera halten, im Prinzip müsste ich das jetzt reinschieben. Aber ich habe hier zu viel Schirmung einfach übrig gelassen, sodass ich das da wahrscheinlich gar nicht so einfach reinkriege. Deshalb müssen wir da vermutlich noch ein bisschen was wegschneiden. Wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, habe ich aufgegeben. Ich habe mir jetzt hier meinen Knipser geholt und wir bearbeiten damit jetzt mal hier diese Isolierung. So, ich würde denken, das passt jetzt so. Da haben wir jetzt unten noch ein kleines Stück von der Schirmung. Jetzt versuchen wir das mal vor dem Krimpen hier reinzuschieben. Ich schiebe es mal noch ein bisschen rein, ziehe hier noch ein bisschen raus. Also das kann schon wirklich gut reingeschoben werden, dass das Kabel so ein bisschen da drin ist auch. Und jetzt verdrille ich das hier vorne einfach, dass ich es gut durch die Zange durchbekomme. Das ist jetzt die Zange und ja, hier muss es dann eingeführt werden. Und bevor wir jetzt loslegen, hier einmal dieses Plastikteil nachführen und hier drauf schieben. Denn das wird jetzt auch mitgekrimmt und ist dann fest verbunden. So, das Teil habe ich jetzt hier eingeführt. Wichtig ist, das muss drauf sitzen, das Plastikteil. Wie gesagt, wird das jetzt mitgekrimmt. Hier vorne gucken alle 8 Aderpaare raus und im Prinzip kann ich jetzt hier die Krimpzange einmal betätigen. So, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Der Stecker ist vollständig gekrimmt. Hier hinten diese Plastik, Halterung, Schutz kann ich nicht mehr rausschieben. Ich kann hier auch nichts mehr ich kann hier ein bisschen am Kabel ziehen, aber da wird nichts mehr rausgehen. Und jetzt ist eben Zeit, das Ganze auch wieder zu testen. Dazu wieder dieses Endstück. Und schalten wir es mal ein. Krimpen war erfolgreich, Verbindung ist überall hergestellt.